Willkommen zurück zu Balan Wonder World. So, im letzten Part sind wir ein bisschen durch die einzelnen Level durchgerusht. Das werden wir heute auch weitermachen. Oh, da darf ich ja 4 Stück abgeben. Ja, denn wie gesagt, das ist hier eine ganz andere Hausnummer, wovon wir hier sprechen. Ich habe mein Ding gar nicht. Meine Frostfee habe ich gar nicht mehr, ne? Ihihihi. Mit wem gehe ich da an den Start? Um mir das Level mal anzugucken. Machen wir es so. Das ist ja auch schon wieder verdammt. Wie gesagt, ich möchte die Level jetzt nur noch zeigen. Nicht jetzt da auf das Ziel gehen. Ich will es schaffen. Dafür sind meine Nerven echt am Ende. Ah, da darf ich lang. Okay. So, hier runter. Ach, schön. Das könnte man mit einem normalen gar nicht schaffen. Mit einem normalen Sprung. Muss ich nur mal ganz kurz anmerken. Ne? Immer damit. Und mit dir auch weg. So, da ist auch nochmal ein Punkt, wo ich hin kann. Hier sind so viele Objekte, wo ich was machen kann. Was ist denn hier los? Komme ich hier irgendwo hoch? Ne, also kann ich den ja auch eigentlich kaputt machen. Gut. Hier kann ich lang. Oh, geil. Hier brauche ich den Fackeltypen. Wie ich hier mal gerade gar nicht überhaupt durchsteige. So, haben wir alle? Ich glaube ja, wir haben alle. So, meine Kleinen kümmern sich da unten um den. So, muss ich da überhaupt rüber? Scheint so, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Macht Sinn, von oben lang zu gehen. Kommt der überhaupt hoch? So. Nein, so schon mal nicht. Die darf ich aber auch nicht alle zerstören, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Und ich brauche da doch den Fackeltypen für. Okay. Dann hüpfe ich mal darüber. Und da kommen wir dann hier hin. Es gibt hier so viele Wege, die man hier gehen kann. Die dann irgendwo hinführen. Aber denkt, ich finde jetzt gerade mal den Weg. Um beispielsweise mal so eine Figur zu finden. Nein, ne? Lass meine Dinger hier in Ruhe. Zack. Und weg. Alle weg, okay. Da ist einer. Hä? Wieso kam ich da jetzt nicht lang? Ich
Dann machen wir es halt so. Und da haben wir jedenfalls einen. Hä? Ja. Okay, da wollen wir den Typen, der durch die Wände gucken kann. So. Denn hier scheint irgendwas Unsichtbares zu sein. Oh, komm. Da muss ich wohl von der Seite kommen. Yes! Auch nicht schlecht, dass man da echt so eine unsichtbare Wand hat. Aber wie hieß der? War es nicht die Psychomaus? Alles ist bei mir Maus, ne? Oh, wow, und da ist dann das Ziel. Okay, krass. Wow. Ja, ich weiß, das ging jetzt schnell, aber wie gesagt, ich möchte erstmal nur durchgucken. Aber was ich auch weiß, ich möchte jetzt erstmal ganz kurz meine Frostfee wieder haben. Da, 8. Geh mal kurz zu 8, bevor wir zu 6 gehen. Geh nicht ohne meine Frostfee mehr raus. Danke. Na los. Zack. Und, Frostfee. Und zurück zur Timinsel. Puh. 10 von 72. Puh, 62 Stück fehlen mir noch. Gut, dann gucken wir uns Level 6 mal an. Da 6. Sechs war auch ein interessantes Level. Bin hier mal neugierig, wie das jetzt wird. Ich glaube, ich würde sogar das Setup fast so lassen. Ja. So. Ach genau. Das Mädchen und das Kätzchen. Das ist wieder so ein Level, wo man... wieder viele Möglichkeiten findet, um hier lang zu gehen. Ja. Ich glaube, da meint er sogar anders. So. Okay, und da käme ich dann hoch. Dafür müsste ich das da wahrscheinlich dann abschießen. Aber es geht auch so. Bitte lauf weiter, bitte lauf weiter, bitte lauf weiter. Nein!
Ernsthaft? Ich habe das da... Oh, das ist bitter, sowas. Wo sind sie? Da. Da käme ich anscheinend hoch. Wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen? So, da unten kann ich mich verwandeln. Und da könnte ich etwas aktivieren. Dazwischen könnte ich raus. Okay, machen wir so. What the? So, hier hoch. Hier hoch. Das wird ja interessant. Schön, da ist eine Statue. Nein. Das war knapp. Nein. Blöde Schaf. So. Boah, ist das fies. Okay, aber da kann ich versuchen ranzukommen. Jawohl. Was bewegt sich jetzt hier? Ach, die kommen dann runter. Ah, okay. Da hinten könnte auch was sein, aber ich weiß es nicht. Oh, das ist mit der Kamera. Warum muss ich mal wieder automatisch einstellen? Aha! Nein! Oh! Man braucht echt Anlauf, ansonsten bringt der nicht so wirklich gut. Ah. Okay. So. Okay. Hui, da rein. Jetzt sind wir hier drin. Chrono! Ansonsten, glaube ich, hat man da keine Chance. So. Halt, Chrono, nicht Zahnrad. Idiot. Chrono. So, hier wieder den. Genau. Nee, stopp. Und? Zu langsam. Jetzt ernsthaft? Ist der Akku leer? Sowas ist immer toll, ne?
So. Schnell mal wieder neu verbunden. So, das kann ich nur mir passieren. So, und jetzt bleibt hier die Zeit stehen. Das ist jetzt eigentlich meine Chance, hier ordentlich was zu reißen, ne? Da unten ist auch einer. Da komme ich hoch. Ich glaube nicht, dass ich darüber komme. So. Krummel. Wo muss ich denn lang? Und da unten drehen sich die Zahnräder auch noch weiter, ne? Möchte nur ganz kurz anmerken. Hier kann ich doch gar nicht lang. Ich muss doch da hoch. Hier wartet mal blau. Vielleicht ist das jetzt richtig. Okay, der rote danach ist es. Gut. Der rote danach, der rote danach. Perfekt. Nein! Warum falle ich denn runter, ich Idiot? Och nö. Achso, das geht jetzt gerade nicht. Ach, das ist jetzt ärgerlich. So. Hä? Oh, wenn ich da drauf stehe, wechselt er nicht. Okay. Also wir probieren es nochmal. So, und jetzt Häschen springen aber hier mal richtig hoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da lang muss oder da lang muss. Deswegen hüpfe ich jetzt einfach mal da lang. Nein, da muss ich schon mal nicht lang. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ich muss da hoch. Ich glaube nicht, dass ich so hoch komme, aber... Nee, schaffe ich nicht. Also ich muss da irgendwie hochkommen. Das ist der normale Weg. Das heißt also, es muss da hoch. Oh, ernsthaft? Nur weil ich meine Frostfee nicht habe. Das ist so ärgerlich. Ja, dazwischen kann man auch noch runterfallen. Das ist viel schlimmer. Da
Wenn man nichts sehen kann, weil er immer automatisch dreht, ist noch schlimmer. Okay. Oh, geschafft. So, dann gucken wir mal kurz, bevor wir da jetzt hingehen. Wo könnte jetzt noch einer sein? Da oben ist einer drauf, da kann ich mit dem Schaf hin. Da muss ich dabei wieder wegkommen. Da unten war noch einer. Ah, wo ist der letzte? Ah, da. Also hier habe ich jetzt alle gefunden und ich könnte die alle hier oben jeweils ansteuern mit dem Schaf. Man müsste nur jedes Mal hoch. Okay. Egal, das sind 3 Stück gefunden. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Von dem her bin ich extrem glücklich. So, es war die 6. Jetzt gucken wir noch kurz in die 7 rein. Nachdem ich in der 8 war. Da ist die 8. Irgendwie wollen die Tims nicht so wirklich steigen, ne? So. Futtert mal ein bisschen. Ab in die 1. Dim, 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 dim. So, meine Phosphie ist wieder zurück. Danke. Geht schneller, glaube ich. Statt mich da jetzt zu positionieren und so weiter und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer denn schon das Spiel auf 100% durch hat. Würde mich echt mal interessieren, wer da sich die Zeit genommen hat. Ich finde das Spiel auch gut, aber wuh. Ja, das lassen wir so. Der ehemalige Champion, der in der Vergangenheit feststeckt. Ja, moin. Das müssen wir einmal wegrammen. Oh, nee, ne? So, und durch da. Danke. Okay, dann mache ich den Sprung mal so. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Sprung habe, aber auch wieder sehr weitflächig hier alles. Hier kann man aber auch gut abkürzen, ne? Mit hier nur mal anmerken, warum sollte ich da lang gehen, wenn ich doch hier lang gehen könnte? Ungefähr so. Warum sollte ich mich mit euch anlegen, wenn ich doch hier lang gehen könnte? So, warum sollte ich das so machen? Wenn ich das so machen kann, ne? Das sind so kleine, aber feine Tricks, die ich hier anwende. Ich habe bisher noch keinen Teil gefunden. Da hätte ich nur da jetzt hochgekonnt. Ja, dass ihr da unten total heiß auf mich seid, das weiß ich. Kann ich ja verstehen, bin ich ja selber auch. Haha. Anscheinend müssen wir hier viel kaputt machen. So. Hier muss ich jetzt warten. Wow. Hier lang. Nein, nein, nein. Oh. Verdammt, jetzt bin ich schon am Ende. So war das jetzt nicht geplant. Ich wollte da oben rauf. Okay. Also hier habe ich jetzt so auf Anhieb schnell nicht eingesehen.
Ich schäme mich auch ganz ehrlich dafür. Peinlich. Wie gesagt, ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas mal in einem Livestream machen soll, weil dann macht es auch mehr Sinn. Da kann ich dann ein Level nach dem anderen nehmen. Als hier so im Let's Play ist es halt wirklich komplett für mich nicht sinnig. Weil ich dann so oder so schneiden müsste. Egal. Ich freue mich da jetzt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.